Es gibt einen Grund, warum die Mittelmeerdiät auch als Langlebigkeitsdiät bezeichnet wird. Die Forschung zeigt, dass Menschen, die diesen Ernährungsplan befolgen, der frische Lebensmittel gegenüber verarbeiteten bevorzugt, nicht nur ein langes, sondern auch ein gesundes Leben führen. Es ist kein Zufall, dass die Menschen in den blauen Zonen, den 5 Regionen der Welt mit der höchsten Konzentration an gesunden 100-Jährigen, diesen Ernährungsplan am häufigsten befolgen. Doch welche Lebensmittel integrieren diese Menschen überhaupt in ihren Ernährungsplan? Das haben wir uns auch gefragt und uns auf die Suche nach drei Lebensmitteln gemacht, die in genau diesen Plänen am häufigsten vorkommen. Nummer 1. Nüsse. Es ist leicht zu verstehen, warum Nüsse auf jeder Liste von Supernahrungsmitteln landen. Sie sind eine dichte Quelle von Nährstoffen, die unser Immunsystem und unseren Stoffwechsel unterstützen, Entzündungen und die Darmgesundheit ausgleichen, die Gesundheit des Gehirns und des Herzens fördern und krebsvorbeugende Eigenschaften haben. Kein Wunder, dass sie die Langlebigkeit fördern. In einer Studie, die in der Fachzeitschrift BMC Medicine veröffentlicht wurde, baten Forscher mehr als 7000 Erwachsene zwischen 55 und 80 Jahren, die ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufwiesen, eine von drei Diäten zu befolgen. Eine mediterrane Diät mit zusätzlichen Nüssen, dieselbe Diät, aber mit zusätzlichem nativem Olivenöl anstelle von Nüssen oder eine fettarme Diät. Nach 5 Jahren hatten diejenigen, die mehr als 3 Portionen Nüsse pro Woche verzehrten, ein um 39% geringeres Gesamtsterblichkeitsrisiko als die Nicht-Nussesser. Tatsächlich hatten die Nussesser im Verlauf der Studie das niedrigste Gesamtsterberisiko. Nüsse liefern uns Ballaststoffe, Eiweiß, gesunde Fette und wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E, Calcium und Selen. Nummer 2. Olivenöl. Du fragst dich, warum Olivenöl in der mediterranen Diät so hoch im Kurs steht? Forscher glauben, dass die herzgesunden, einfach ungesättigten Fettsäuren im Olivenöl, vor allem in der nativen und extranativen Variante, ein wichtiger Faktor sind. Olivenöl ist außerdem reich an Polyphenolen, starken Antioxidantien, die vor verschiedenen altersbedingten Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs schützen können. Natürlich sind sowohl Olivenöl als auch Nüsse sehr kalorienreich. Aber wie kannst du von den Vorteilen dieser Superfoods profitieren, ohne zuzunehmen? Du musst keine großen Portionen Nüsse oder Olivenöl essen, um die Vorteile zu nutzen. Es ist empfehlenswert, einen Esslöffel Olivenöl in Soßen oder als Dressing zu verwenden oder eine kleine Handvoll Nüsse als Snack mit Obst oder über einen Salat oder in Haferflocken zu streuen. Nummer 3. Früchte. Es gibt kein schlechtes Obst, es sei denn, es ist in Sirup gebadet oder kommt aus der Dose. Die meisten Obstsorten bieten eine Vielzahl von immununterstützenden, entzündungshemmenden und Anti-Aging-Eigenschaften wie Vitamin C, Kalium und sekundäre Pflanzenstoffe, die in Pflanzen vorkommen und gut für dich sind. Aber Beeren sind besonders gut, da sie wenig Zucker, viele Ballaststoffe und viele Nährstoffe enthalten. Die leuchtende Farbe ist ein Zeichen dafür, dass sie gut für dich sind. Die blau-violette Familie von Nährstoffen, wie sie in vielen Beeren enthalten ist, hat einzigartige Eigenschaften für das Immunsystem, die Gesundheit des Gehirns und des Herz-Kreislauf-Systems. In einer Studie, die in Applied Psychology, Nutrition and Metabolism veröffentlicht wurde, zeigten gesunde Menschen im Alter von 66 und 70 Jahren, die täglich konzentrierten Heidelbeersaft tranken, eine Verbesserung der Gehirnaktivität. Die Studie legt nahe, dass sich auch ihr Gedächtnis verbesserte. So, das war's auch schon für heute. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um ab sofort keins unserer Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.